Schlucker mir jederzeit treu ergeben. Du reist mit mir durch Länder und du uns seit einiger auch im Leben des Herrn gemordet, Hilfe zu geben und eine große Hilfe zu geben. Und nun ist es auch an der Zeit, ihn in den Widerstand zu erheben. Dazu sind diese zwei Herren mir zu geben, der Herr Arai Aragon und der Herr Leonidas von Grafenweich. Sie werden nun zuvor den Herrn, wie es bald üblich ist, in seine neue Rüstung einkleiden. Und dazu werde ich dann noch ein paar Worte immer dazu erwähnen. Als erstes haben wir den Panzer, das Kettenhemd. Der Panzer des Ritters steht für Burg und Festung gegen Laster und Fehler, denn so wie eine Feste abgeschlossen ist, so ist auch der Panzer abgeschlossen. Dies bedeutet, dass des Ritters Mut ihn schütze wie sein Panzer vor Verrat und Laster. Als nächstes haben wir den Waffenrock. Und den Regen und die Streiche vor dem Panzer empfange, so ertrage ein Ritter größere Widernisse als ein gemeiner Mann. Alle Männer unter seiner Herrschaft seien beschirmt nach seiner Macht, so wie der Waffenrock den Ritter beschirmt. Nicht vor Schande fürchtet, mag da der Ritterschaft untreu werden. So wie die Furcht vor Schande einen Mann nach unten blicken lässt, so schützt der Helm den Mann und lässt ihn nach oben schauen und senkt doch seinen Blick auch zu Boden. So steht der Helm in der Mitte zwischen hoch und niedrig, denn er schützt den Kopf eines Mannes, den höchsten und wichtigsten Teil. Die Furcht vor Schande schützt davor, sich zu bösen Taten herabzulassen. Nun legen wir die Handschuhe an. Einen Griff an Speer und Schwert besseren Hals. Sie stehen dafür, die Hand zu erheben zum Dank an den einen für den errungenen Sieg. Aber auch dafür, niemals falsch zu schwören, nichts Böses zu berühren, nicht was unrein, ehrlos oder faulig sei. Ohren stehen für Fleiß und Stelligkeit, denn mit diesem Fleiß bewahrt der Ritter seinen Platz. Denn mit diesem Beiß bewahrt der Ritter seinen Platz in der Ordnung der Dinge. So wie er mit seinen Sporen sein Pferd antreibt, so treibt der Fleiß den Ritter seine Pflicht zu tun, auf dass er niemals überrascht werde. Das Schwert steht dafür, dass der eine der einzig wahre Gott ist. So steht es den Rittern an, die Feinde des einen mit dem Schwert zu besiegen und zu vernichten. Da Ritterlichkeit auch Gerechtigkeit bedeutet, ist das Schwert zweischneidig, denn es dient dem Erhalt von Ritterlichkeit und Gerechtigkeit. Haben wir den Dolch. Der Dolch steht dafür, mehr in den einen zu vertrauen, als in die eigene Stärke. So wie der Dolch die letzte Waffe ist, wenn alles andere fehlschlägt oder zerbricht, so ist das Vertrauen auf den einen
Die Lanze steht für die Wahrheit, denn die Wahrheit ist wie die Lanze gerade und glatt. Und da Wahrheit über der Lüge steht, hat die Lanze die stählerne Spitze, die vor dem hölzernen Schaft kommt. Und der Wimpel bedeutet, dass Wahrheit den Glauben anzeigt und sich nicht vor Lüge und Verrat fürchtet. Und nur noch der Schild. Der Schild steht für das Amt des Ritters, seinen Herrn zu beschützen und zu beschirmen. So wie der Schild den Ritter vor dem Streich schützt, so schützt der Ritter seinen Herrn, der nur in der Mitte steht, noch nicht, der nur kniet nieder, der auf von Rabenstein. Ich denke, da hier nun die Zeremonie beendet ist, wird uns dann der Helmschau widmen. Bei Fürst, ich darf ankündigen, in einer halben Stunde werden die hohen Herrschaften, die an der Helmschau teilnehmen, hier ihre Helme und Wappen zu präsentieren und dann erfolgt die Prämierung des Gewinners von Helmschau. Und halb.